gibt es mal wieder einen Rezepttipp, und zwar ein Rohkostpudding möchte ich dir ans Herz legen oder näher bringen. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, um Rohkostpudding geht es heute. Aus simplen 3 plus 1 Zutaten, also wirklich ganz rasch gemacht, ein total alltagstaugliches Rezept. Und die Hauptzutat in meinem Rohkostpudding sind Brombeeren, einfach weil sich das derzeit anbietet, weil die massenweise um die Ecke einfach derzeit reifen. Du kannst die Brombeeren aber natürlich durch jedes x-beliebige Obst, natürlich frisches Obst, kein Dosenobst, keine Konserven, kannst du machen, aber dann ist es ja keine Rohkostqualität mehr, ja, kannst du das eben austauschen. Das ist also die Hauptzutat. Die zweite Zutat ist etwas Wasser. Die dritte Zutat ist Chiasamen. Ich bin 2011 zum ersten Mal, ich zeige dir hier mal den Chiasamen, die Packung habe ich leider nimmer. Der schaut so aus. Ich hoffe, das kann man erkennen. Genau. Also, ich bin 2011 zum ersten Mal mit Chiasamen in Berührung gekommen. Da wusste ich aber nicht, was ich da esse. Ich wusste nur, das schmeckt mega, mega lecker gut. Und ich bin sofort vorne hin und habe gefragt, was ist das hier für ein leckeres Dessert, was ich da gerade esse. Das war damals im Vegans in Berlin. Das hatte gerade aufgemacht. Heute kennt jeder Vegans. Vegans-Produkte, die gibt es ja inzwischen auch in Supermärkten zu kaufen. DM, Rewe und Co. Ja, aber 2011 hat Jan Predak sein erstes Vegans, der erste große vegane Supermarkt in Berlin eröffnet. Ich hatte das damals entdeckt und habe zu meinem Mann gesagt, da müssen wir unbedingt hin. Gesagt, getan, wir waren dort lecker brunchen, sonntags morgens gab es oder gibt es dort heute wahrscheinlich immer noch leckeren Brunch. In der Zwischenzeit waren wir auch des Öfteren in Berlin und ja, wenn wir in Berlin sind, ein Muss, Vegans zum Einkaufen, aber auch zum Brunchen. Und ja, dann hat man mir gesagt, das ist Chiasamen. Wusste bis dato nicht, was es ist, habe dann mal gegoogelt, es war auch damals ganz schwierig zu bekommen, ging nur im Internet. Inzwischen gibt es auch Chiasamen ja, um die Ecke in verschiedenen gut geführten Geschäften zu kaufen. Meine Bezugsquelle verlinke ich dir aber auch gerne hier unter diesem Video. Und Chiasamen ist einfach ein sehr, sehr wertvolles Produkt. Er ist nicht nur reich an Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren, sondern er enthält auch die für uns so wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Und Chiasamen ist in der Lage, ein Vielfaches ja, seines Gewichtes, wie sagt man da? Naja, ein Vielfaches auf jeden Fall an Flüssigkeit aufzunehmen. Das heißt, wenn du Chiasamen zum Beispiel in Wasser gibst, dann wird er sich voll saugen mit diesem Wasser und das gibt dann so ein bisschen ja, Gelee-Galertartige Konsistenz einfach. Und dieses Rezept, das ich dir näher bringen möchte, dann nimmst du einfach Brombeeren, machst dir einen Standmixer oder einen Pürierstab, ein bisschen Wasser dazu. Ich bin ja immer so jemand, die so Pi mal Daumen auch Rezepte zubereitet. Deshalb kann ich dir ja keine genauen Rezeptangaben geben. Nimm einfach Brombeeren, mach ein bisschen Wasser dazu, damit das schon ein bisschen flüssiger wird. Dann machst du Chiasamen dazu, rührst das Ganze um und kannst das in den Kühlschrank stellen, 2-3 Stunden oder auch über Nacht ziehen lassen und dann hast du einen super, super leckeren Rohkost-Pudding, wirklich in bester Nährstoffqualität. Eignet sich ja auch wunderbar dazu, du kannst dir ja auch in so ein Glas abfüllen zum Mitnehmen, wenn du berufstätig bist, in der Mittagspause mal wirklich was ja, Hochwertiges zu dir nehmen möchtest, was deine Zellen eben auch erfreut, dann ist dieser Rohkostpudding wirklich optimal. Ich habe von 3 plus 1 Zutaten gesprochen, das waren bei mir jetzt die Brombeeren, das war das Wasser und das war der Chiasamen und die plus 1 Zutat ist, wenn du es ein bisschen süßer haben möchtest, kannst du mit diesem Pudding noch etwas ganz Geniales für deine Zähne und deine Zahngesundheit tun. Denn diesen Tipp habe ich von Dr. Karin Bender-Gonza vom Folge dir selbst. Ich verlinke dir auch gerne ihren wunderbaren YouTube-Kanal. Es wird auch bald ein Webinar zusammen mit ihr geben. Auch das verlinke ich dir gerne hier, wo es einfach um holistische Zahnmedizin geht. Denn die Karin
forscht schon seit einigen Jahren zu diesem Thema, wie wir mit alternativer Zahnheilkunde einfach etwas zu beitragen können, uns selbst zu heilen. Und deshalb kannst du das Ganze noch süßen, aber nicht mit dem konventionellen Zucker, sondern hier mit Xylit, mit Birkenzucker. Ich bin ganz ehrlich, ich war bislang, bis ich bei Karin in Frankfurt war und wir diesen tollen Online-Kurs auch zusammen kreiert haben, diesem Thema Birkenzucker etwas, ja, ich will nicht sagen skeptisch eingestellt, aber so ein bisschen auf Distanz. Weil ich dachte, das ist ja auch nur letzten Endes ein anderer Zucker und ich bin jemand, der muss das dann auch nicht so unbedingt süß haben oder nimmt dann vielleicht schon mal eher Datteln oder ja, zum Beispiel als alternative Süße oder eine Banane noch dazu machen, das süßt ja auch noch mal ein bisschen mehr. Aber ich habe mich von ihr aufklären lassen, dass der Birkenzucker was ganz Tolles für unsere Zahngesundheit ist. Das steht auch auf der Rückseite von dem hier, denn er trägt zum Erhalt der Zahnmineralisierung bei und ist dank seines niedrigen glykämischen Index auch für Diabetiker geeignet. Also der macht was ganz Besonderes im Mund mit unseren Bakterien, die zum Beispiel Karies verursachen können. Ich kann das jetzt so auf die Schnelle hier gar nicht erklären, nur einfach dir näher bringen, dass Birkenzucker wirklich sehr, sehr wertvoll für unsere Zahngesundheit eben ist. Wenn es dich interessiert, dann trag dich gern ein zum kostenfreien Webinar oder schau einfach auf dem wunderbaren YouTube-Kanal von Karin vorbei. Da findest du eine Reihe von weiteren Informationen eben auch. Ja, das zu dieser vierten Zutat und noch ein anderes Rezept, was du mit zwei Zutaten nur machen kannst, wenn du zum Beispiel Kokos liebst. Ich habe mir heute Morgen hier noch eine Dose Kokosmilch mitgebracht und da gehe ich einfach hin, nehme so die halbe Menge von dieser Kokosmilch hier, mache da einen Esslöffel Chiasamen rein, rühre das um, stelle das auch in den Kühlschrank und dann habe ich einen wunderbaren Kokospudding. Der hat in dem Moment natürlich keine Rohkostqualität mehr hier, weil die Kokosmilch hier ja hat ja keine Rohkostqualität. Aber es ist auch ein wunderbar leckerer Pudding. Auch den kann man dann eben mit Xylit, mit diesem Birkenzucker zum Beispiel, süßen. Bei dem Xylit solltest du auf jeden Fall aufpassen, dass du wirklich so ja, Bio-Qualität hast und dass du den echten Birkenzucker hast. Denn was es manchmal so um die Ecke einfach zu kaufen gibt, das ist, ja, das sind einfach Dinge drin, die da nicht reingehören. Das habe ich mir auch von Karin sagen lassen und das hier ist wirklich zum Beispiel eine Qualität, die sehr hochwertig ist und die dann wirklich im Hinblick auf die Zahngesundheit auch entsprechend den Effekt hat, den man damit einfach verursachen möchte, abgesehen von den süßen Geschmacks- und Gaumenfreuden. Okay, ja, das war mein Rezepttipp heute für dich. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du es nachgekocht hast, kann man jetzt nicht sagen, nachzubereitet hast, hört sich etwas seltsam jetzt an, und wie es dir geschmeckt hat und wie gesagt, Vorsicht, Suchtgefahr, wenn man einmal so mit Chiasamen in Berührung gekommen ist, das höre ich von anderen immer wieder, bei mir war es nicht anders, seit ich ja 2011 dieses Erlebnis mit dem Chiasamen hatte, dass ich einfach angefangen habe, ihn zu lieben und ja, er in meiner Küche inzwischen auch nicht mehr fehlen darf. Schick dir eine herzliche Umarmung. Danke für dein Dabeisein, für dein Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Irmgard. Ciao, ciao.